War ich bei mehreren Regionals und privaten Turnieren unterwegs, nicht nur als Spieler, sondern eben auch als Video-Coverage und Schiedsrichter. Zudem habe ich ziemlich genau 100 Videos auf diesem Kanal hochgeladen. Warte mal. Guckt man sich die Zahl der Videos an, seitdem er Card-Journalist heißt, sind es nur 34. Und addiert man jetzt noch die Jewel dazu, kommen wir auf die Zahl 50. 50, die Hälfte von 100. Was will er uns damit sagen? Die Zahl, womit du jede Zahl halbieren kannst, ist 2. Die 2. Moment. Nehmen wir die Quersumme von der Länge des Videos und einmal das Erscheinungsdatum, halten wir 22. Wieder die 2. Ein Zufall? Ich glaube nicht. Wann veröffentlichte er sein erstes Video als Card-Journalist? Am 10.01.2016. Und das Video geht 4 Minuten 25. Nimmt man hiervon ebenfalls wieder die Quersumme, erhält man 22. Jetzt habe ich es. Card-Journalist hat, seitdem er aufgehört hat, 5 Gastvideos gemacht. 5? Das passt nicht. Obwohl, wann kamen sie online? 16.03.2017. 9.05.2017. 3.09.2017. 18.09.2017. 9.10.2017. Wenn man hiervon jeweils überall die Quersumme hat, ist alles durch 2 teilbar. Das kann kein Zufall sein. Es muss ein Zeichen sein, wann er wieder zurückkehren will. Er sagt es selbst. Er könnte zurückkommen. Nur wann? Warte. Welches Jahr haben wir? 2018. Laut dem chinesischen Horoskop haben wir das Jahr des Hundes. Hund. Teilen wir diesem Wort jetzt jedem Buchstaben eine Zahl zu, erhalten wir 8, 21, 14 und 4. Nehmen wir hiervon jetzt die Quersumme, erhalten wir 20. Wieder die 2. Es muss also dieses Jahr sein. Doch es muss noch mehr Hinweise geben. Sein Anfangsvideo und sein Endvideo haben die Summe 22. Also muss sein Comeback-Video am 22. kommen. Nur welcher Monat? Es muss ein Monat sein, der durch 2 teilbar ist. Also Februar, April, Juni, August, Oktober oder Dezember. Nur welcher von diesen? Warte. Die 100 Videos, das ist der Schlüssel. Nehmen wir dies als Monate und ziehen wir jetzt davon die ganzen Jahre ab, also 4 Jahre ab, erhalten wir 2, der zweite Monat. Also ist Card-Journalist Comeback am 22.02.2018.